Okay. Den Nichtraucher, so nennen Sie einen Mann, dessen wirklichen Namen Sie bis heute nicht kennen. Er heißt einfach so, weil er in einem alten Eisenbahnwagen wohnt. Unsere Jungen besuchen ihn oft dort. Sie mögen den Nichtraucher gern. Fast so gern wie Ihren Hauslehrer, den Dr. Böck. Das will viel heißen. Jedenfalls ist er da. Geht schon rein. Wir warten hier auf die anderen. In Ordnung. Na, ihr Brüder, habt ihr denn heute Ausgang? Nö, nicht direkt. Na, dann setzt euch mal. Danke. Sie, sagen Sie mal, sind Sie vielleicht der Herr Robert Uthoff? Jawohl, mein Lieber. Geboren, getauft, geimpft. Genannt Nichtraucher. Aber nur von meinen Freunden. Ja? Also, das ist eine wirkliche Zumutung. Jetzt laufe ich mit dem Brief seit 3 Wochen in Bamberg umeinander. Ach, Sie Ärmster. Und dann wohnt der Mensch in einem Eisenbahnwaggon. Ja, ohne Straße und Hausnummer. Das ist ja gerade das Schöne. Ne? Na, geben Sie mal her. Ne, der Brief ist amtlich. Vom Einwohnermeldeamt. Da, unterschreiben bitte. Hm. Da. Da. Mir kann das gleich sein. Das ist Ihr Bier. Na dann Prost. Na? Und was wollen wir trinken? Apfelsaft. Gut.